Es ist erschütternd festzustellen, wie sehr einige bemüht sind, mit allen möglichen Lügen und Verdrehungen die Emotionen von Muslimen gegen andere Muslimen aufzustacheln. Diese sogenannten Gelehrten behaupten, Hazrat Ahmad a.s. habe jene, die nicht an seinen Anspruch glauben, als Kinder von Prostituierten beschimpft. Die Zuschauer werden sehen, wie lächerlich doch diese Beschuldigung ist und dass gemäß unseren Beschuldigern selbst alle anderen außer ihrer Glaubensrichtung Kinder von Prostituierten sind und nicht gemäß Hazrat Ahmad a.s. oder der Ahmadiyya Muslimgemeinde. Wir hören uns mal eine von vielen Anschuldigungen an. Der ist ein Prophet. Er behauptet, ich bin ein Prophet und ich bin der Mahdi. Und wer nicht daran glaubt, ist ein Sohn einer Hure. Untersucht man diese Anschuldigung, so kommt man zu dem Schluss, dass diese Anschuldigung auf folgende Aussagen in Anti-Ahmadiyya-Büchern aufgebaut ist. Es wird behauptet, Hazrat Ahmad a.s. habe in seinem Buch Einer Gamalate Islam diejenigen, die ihn nicht bestätigen, als Kinder von Prostituierten bezeichnet. Dies ist eine total falsche Präsentation, die in den Anti-Ahmadiyya-Büchern vorgezeigt wird. Die Wahrheit ist, dass dieser Satz weder in Urdu noch Englisch geschrieben wurde. Das Buch heißt Einer Gamalate Islam und ist in arabischer Sprache verfasst. Die Verbreiter von Hass übersetzen den Begriff absichtlich mit den Worten Kinder von Prostituierten. Wenn ein Begriff in einer Sprache verschiedene Bedeutungen hat, so sollte man es so verstehen, dass es den Verstand und Zusammenhang nicht entgegensteht. Hazrat Ahmad a.s. sagt in dem gleichen Buch, die Königin Victoria ansprechend, dass in diesem Land Hindus, Sikhs, Christen und auch Muslime leben und dass sie mit den Muslimen vor allem gut umgehen soll und sie bevorzugt behandeln soll. Auf der einen Seite soll jemand sagen, behandle die Muslime besonders gut, und auf der anderen Seite soll er sagen, diese seien Kinder von Prostituierten. Im gleichen Buch sagt er, die Muslime sind fromme Menschen und Brüder. Was ist die Wahrheit von dem Begriff Suriyatul Baraya? In dem berühmten arabischen Wörterbuch Daj ul-Urus steht es deutlich, jemand Suriyatul Baraya zu nennen, bedeutet, dass derjenige der Leitung beraubt ist. Dann steht es in Daj ul-Urus auch eine weitere Bedeutung vom Worte Baraya, nämlich Muqaddamatul Jaysh, also die Frontlinie eines Heeres im Krieg. In arabischen Wörterbüchern wie Al-Mujid steht, Baraya bedeutet solche Soldaten, die vor dem Eintreffen des Heeres an einem Ort hinziehen. Gemäß diesen zwei Wörterbüchern bedeutet das Wort Baraya die Führungsabteilung eines Heeres und die Bezeichnung Suriyatul Baraya der Leitung beraubt sein oder zu denen gehören, die nicht hören. Suriyat hat zwei Bedeutungen im Arabischen. Einmal steht es für Nachkommen und einmal für Tabi'in, also Nachfolger, die unter der Führung von jemandem stehen.
So werden zum Beispiel die Anhänger vom Pharao im Koran als seine Nachkommen bezeichnet. Dann werden die Anhänger von Hazrat Nuh a.s. im Koran als seine Nachkommen bezeichnet und seine echten Kinder als nicht seine Nachkommen. Genauso wurde Abu Dschahl Vater von Unwissenden genannt, weil er die Unwissenden führte und nicht, weil er sie wörtlich gezeugt hatte. Weiterhin wird zum Beispiel Hazrat Ali radiallahu anhu in einem Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vater vom Schlamm bezeichnet. Nicht, weil er, Gott bewahre, Schlamm gezeugt hatte, sondern auf schlammigen Boden lag und sich damit vereint hatte. Das Thema, über das im Abschnitt Hazrat Ahmad a.s. redet, ist, dass seitdem er bewusst denken kann und im Erwachsenenalter ist, hat er sich der Aufgabe angenommen, Tag und Nacht die Leugner des Islams zum Islam einzuladen. Er sagt, er habe Hindus, Arias, Brahmanen und Christen zum Islam eingeladen und all die Bücher geschrieben. Diese Bücher, die er geschrieben hat, um die Wahrhaftigkeit des Islams zu beweisen, Kullu Muslimin Yakbalul. Jeder Muslim erkennt diese Dawa für den Islam an. Über den eigenen Anspruch, der Messias und Mahdi zu sein, ist gar nicht die Rede. Weiter heißt es, dass seine Dawa an die Leugner des Islams selbst von den Leugnern bestätigt wird. Als Brahine Ahmadiyya geschrieben wurde, haben große Gelehrte gesagt, dass in den letzten 1400 Jahren kein so gutes Buch jemals für den Islam geschrieben wurde. Die Bücher, die gegen den Angriffen von Hindus geschrieben wurde, wurde von Nicht-Ahmadiyya-Muslimen auf eigenen Kosten sogar gedruckt und verbreitet. عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکست دی اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی یہ ستھیارت پرکاش کا جو مصنف تھا آریا سماج تو آریا سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی اچھا ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گئے اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آخر مناظرہ کیسے کریں Und alle muslimische Gelehrten sahen in Hazrat Ahmad a.s. ihren Augenstern. Außer die Suryatul Baraya, das heißt jene, die unter dem Einfluss von weltlichen Führern stehen, egal ob politischen Führern oder sogenannte religiöse Führern. Diese erkennen meine Anstrengungen nicht an. Andere Übersetzung wäre dies, gemäß Daj ul-Urus, außer jene, die der wahren Leitung beraubt sind. Wer die wahre Bedeutung von Begriffen aus den berühmten und anerkannten arabischen Wörterbüchern nicht kennt, mag weiterhin selbst übersetzen, wie er es gerne hätte. Jedoch sollten sich unsere schiitischen Mitbürger noch einmal genau überlegen, bevor sie eine solche Übersetzung verbreiten. Und meinen, Hazrat Ahmad a.s. würde ihre Übersetzungsansicht teilen. Denn in den schiitischen Büchern selbst wird dieser Begriff für alle Nicht-Schiiten verwendet. So zum Beispiel in Al-Faru'i min al-Jami' al-Kafi, Band 3, Kitab al-Rawzah, Seite 135. Mit der Ausnahme von unserer Gruppe ist jeder ein Aulade Baraya. Also gemäß Ahmadiyya Muslim Jamaat und den großen, berühmten arabischen Wörterbüchern würde diese lediglich bedeuten, der Leitung beraubt. Aber gemäß Hashia Hamza heißt das, was in seinen schiitischen Büchern steht, alle Nicht-Schiiten sind Kinder von Prostituierten. Und die Leute, die
keine Probleme haben, ihre Argumente aus ihren Gegnern, ihre Bischof, zu holen, sind eher zu folgen.